Oh, wen haben wir denn hier? Ah, customers! Oh. You are a welcome sight, lads. Since Scotia moved into the Dark Castle, things in Wyvil have been a mite grim. We're glad to see you as well, sir. Ja. Wie wär's, wenn du dieses Langschwert kaufst? I'll take that off your hands for... Wie wär's, wenn du dieses Langschwert kaufst? I'll take that off... Wie wär's, wenn du diesen Helm kaufst? I'll take that off your hands. Wie wär's? I'll take that off... Wie wär's, wenn du... I'll take that off your... Wie wär's, wenn du... I'll take that off... Wie wär's, wenn I'll du... take that off... I'll take that off your... Ja. Now, why would I be paying for that worthless junk? Now, why would I be paying for that worthless junk? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das worthless junk ist, aber okay. I'll take that off your... Now, why would I be paying for that worthless junk? I'll take that off... I'll take that off your hands for... Oh, warte mal. Naja, mal gucken, ob man so eine Axt wiederbekommt. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. I'll take that off your hands for 250 crowns. Oh, wow. Nö. I'll take that off. Now, why would I be paying for that worthless junk? Gefleckter Schlüssel. Ach, den habe ich gar nicht ausprobiert gerade. Hier, möchtest du den Halter? I'll take that off your hand. Als ob man sich Spiel aus den 90ern wegen sowas softlocken könnte. Haha, du bist ja lustig. Ich habe echt ein bisschen Sorge jetzt, dass ich es kaputt gemacht habe. I'll take that off your... I'll take that off your... I'll take that off your hands for one... Ja, das behalte ich mal noch. I'll take that off your... Ein bisschen aufräumen hier. Wo ist die andere Karte? Hä? Wieso habe ich denn noch eine Hacke? Moment. Warum habe ich denn jetzt... Kann es sein, dass ich die einfach wiederbekommen habe? So, bei den Sachen will ich gleich nochmal kurz gucken, was die... I'll take that off your hand. I'll take that off your hand. 500. I'll take that off your... Jetzt muss ich das aber ausprobieren. I'll take that off your hand. So, ich habe die Hacke verkauft. 15 habe ich dafür bekommen. Hatte ich 2. So, Flüstermantel. Rätselschriftrolle. Die tue ich mal hier zu den Sachen. Da, davon habe ich 2. Die will er nicht. Ich glaube, die kann ich wegschmeißen. Die brauche ich nicht mehr. So, okay. Das sieht ja schon mal besser aus. Ich komme gleich nochmal wieder. Also, was hast du? There is no fooling you, lads, is there? Tis the best item in my shop. 225 crowns. Ah! That's a fine arbalest.
300 crowns. I go through 3 of these on a good day. Good luck and happy hunting, my friends. So, warte mal. 54 Stärke. So, jetzt muss ich mal hier kurz ein bisschen ausprobieren. 54, 37. Und deswegen behalte ich die. 5. Okay, aber dafür ist halt 25. Kann halt immer auch mal sein, dass man was verliert, ne? Ja, kann man erstmal so lassen. Okay, cool. Endlich wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, dieser Schlüssel hier ist ja spannend. Ich hab also einen Schlüssel, der eventuell hier in der Stadt passen könnte. Den habe ich ganz vergessen, den gefleckten Schlüssel. The key doesn't fit. The key doesn't fit. There is no way to pick this lock. Speichermenü. Verkauft. Ich mach mal ein extra Safe Game. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit dem Axtverkauf mir ein Ei gelegt habe. Gäes Helm. Ja, das Hufeisen, glaube ich, ist nicht so wichtig, aber beim Hufeisen, das liegt ja noch darum, das ist ja nicht weg. It crumbled to dust. Noch eine Gäs-Helm. Der ist schlechter als der. Was bei dem? Gleich. Ich erwarte immer, dass da so ein geheimer Knopf ist, den man drücken muss. Noch ein Hemd. Na gut, können wir verkaufen. Oh, das Ass der Vergessenheit. Was hat das denn mit diesen Dingern auf sich? Eine Ölflasche, yeah, endlich wieder eine Ölflasche. Geht nicht kaputt. Geht auch nicht kaputt. Geht auch nicht kaputt.
So, Sackgasse. Große Stadt, ey. Große Stadt. Wo geht's denn hier hin? Ah. Ah. Okay. Da waren wir schon. Der Axt, die Bretter zu schlagen, geht nicht. Habe ich schon probiert. Macht er nicht. Also beim letzten Mal konnten wir Bretter auch einfach abnehmen. Da musste man einfach nur ein paar Mal draufdrücken. Deswegen klicke ich da immer drauf. Weil das schon einmal funktioniert hat. Oh, sind wir hier in der Stadtmitte? Ist hier jetzt, wo ist die Kirche eigentlich? Warum ist hier keine Kirche? Blast, this door appears jammed. A lock. Er sagt halt auch jammed. There is no way to pick this lock. Ach so, hier waren wir ja schon. Also ich möchte bei dem Spiel nicht ausschließen, dass es sich auf einmal doch nochmal eine neue Mechanik überlegen und dass man doch auf einmal nochmal eine Tür einschlagen muss, aber bisher war das immer nur durch Anklicken. Zerrissenes Hemd. Kannst du behalten. Wobei sind 5 Kröten. Warte mal. Wir haben ja wieder Platz im Inventar. Müssen wir halt gleich nochmal bei dem Typen vorbei, bevor wir losziehen. Das war eine große Hütte hier. Der wohnt aber jemand auf großem Fuß. Oh, Öl. Wie gut. Endlich mal wieder Öl gefunden. Oh. Locked. Oh. It does not fit. It does not fit. It does not fit. Leise Sandalen. Oh. Aber leise Sandalen ist vielleicht doch nicht schlecht. Aber wenn nur einer... Boah, ein Bezelbecher hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Empty. Empty. Ein Bezelbecher. Krass. Oh ja, sehr gut. Ein Granitfelsblock. Endlich. Über den freue ich mich tatsächlich. Armschutz. Oh, er ist aber hier mit 121 gut gerüstet. Vielleicht sollten wir ihm auch mal was gönnen hier. Empty. Ja, Dungeon Master ist ja auch. Ist ja ein Dungeon Crawler wie der hier. So, voll das große Haus. Voll das Herrenhaus hier. So, sind wir durch? Ja, nahezu, ne? Ich würde sagen, jetzt geht's wahrscheinlich hier oben jetzt einmal nach hier vorne. Und hier geht's wahrscheinlich hier einfach rüber. Das war's. Damit haben wir die Stadt besucht. Jetzt können wir nochmal zum Bogen. Also der Bogenmacher ist der Einzige, der uns Zeug abkauft. Das heißt, wir rennen jetzt nochmal zum Bogenmacher. So, hallo Bogenmacher. Have you a need for my stock? Ja, ja. We'll browse a bit again if you don't mind. Aber wir wollen. I'll take that off your head. Yes. I'll take that off. Yes. I'll take that off your head. Yes. I'll take that off. Yes. I'll take that off. I'll take that off your... So. Das Flüsterhemd und die Flüstersandalen packe ich mal kurz zusammen.
Können wir vorstellen, dass wir die später noch brauchen für irgendwas Flüsterndes. So, okay. Tschüss. Good luck and happy hunting, my friends. Spiel speichern. Okay, aber wir haben jetzt alle Zutaten, die wir brauchen. Ist doch so, ne? Wir haben jetzt hier 1, 2 und 3 Zutaten. First, you must butcher the creature whose flesh. Die Butcher the Creature, das ist noch ein bisschen komisch. Was gab's denn theoretisch für so einen Brezelbecher? Mal gucken. Have you a need for my stock? We'll browse a bit again if you don't mind. Wahrscheinlich sagt er, dass er den Tünnif nicht will. I'll take that off your hands for 1 crown. nein. Now why would I be paying for that worthless junk? Good luck and happy hunting, my friends. So. Okay. Zum Stadtrat müssen wir nicht. Zum Gasthaus müssen wir eigentlich auch nicht mehr. Zu Sadis Laden, da könnten wir halt für 30 jetzt nochmal so Heilmittel kaufen. So schlecht ist das vielleicht dann doch nicht. Is there something else I can do for you? Yes. Ich nehme hier so ein... That salve costs 20 silver crowns. Damit finde ich doch nicht so schlecht hier. Kaufe ich beide. That salve costs... Ey, man weiß echt nicht, wofür man... I use this to crush the leaves. You can get some ale at Bruno's Lodge. That's just a book of Griswold history. So long and good luck. Okay. Save. Dieses Spiel sichern, verkauft, sichern. So, wir haben alles gemacht, was wir machen können. Wollen. Also hier gibt es zwar diese Schalter, aber ich glaube, da gibt es keine Türen zu. So, damit haben wir alles aufgedeckelt. Ja, die animierten Nahaufnahmen sind top, weil das führt halt dazu, dass du wirklich so, also ich finde auch Story, also es ist einfach auch irgendwie cool erzählt, so. So. Ich glaube, jetzt können wir zwar den Wald noch weiter erkunden, aber ich glaube, jetzt würde schon auch nochmal Sinn machen, in den Weißen Turm zu gehen. Vielleicht können wir mit den Flüstersachen irgendwie an den Dings vorbei. Den Geistern vorbei oder so. Oh. Eine Stumpftruhe. Ein Rundschild der Heimlichkeit. Was soll ich denn damit anfangen? Muss ich ja nochmal ins Dorf, um es zu verkaufen.
Bolzenarmbrustkanone. Ich weiß immer noch nicht, ob diese Fernkampfgeschichten Sinn machen oder nicht. Empty. So. Was denn jetzt bei der Gaia-Schlucht? Da sind wir ja nicht wirklich weitergekommen, oder? Ich meine, wir müssen zum Weißen Turm. Das ist ja irgendwie jetzt klar. Wir haben die Zutaten alle. Also ich gehe davon aus, dass die Geschichte beim Weißen Turm weitergeht. So. Spiel sichern. Weißer Turm Teil 2. So, jetzt bin ich schon mal. Sie haben schon volle Zauberkraft. Was machen die? Also die Karten machen irgendwelche Zaubersachen. Aber was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Fragt mich. Also irgendwas muss doch da hinten sein. Also eigentlich kann es nur oben bei den Geistern weitergehen. Oh. Okay, warte. Heilen. Feuerball. Nee, Schicksal. Oh nein. Heilen. Heilen. Wir haben den erledigt. Wir haben den erledigt. Spiel speichern. Brauche ich gar nicht. Weißer Turm 2. Oh Gott, es geht weiter. Was war das? Das sind Geister.
Dankeschön. Oh, krass, Eis. Nein! Okay, aber die sind zu besiegen. Ich glaube, besser einfach draufschlagen und heilen. Also man merkt, wer hier die geringste Rüstung hat. Nein! Boah, wie hart sind die bitte? Zwei Hände. Okay, Moment. Heilen. Ich habe Eis bekommen, ja. Kann ich euch zeigen, falls ihr selbstgemachtes Himbeereis mit weißer Schokolade? Oh, da ist Konfetti und da ist Liebeskonfetti drauf. Guck mal. Da ist ein Herzchen drauf. Oh. Oh, da sind Geister, die können durch die Wand kämpfen. Wie mies ist das denn? Es kann nicht wahr sein. Jetzt gehen wir Vollgas hier. Zack, zack, zack. Nein, falscher geheilt. Oh nein. Wie doof. Trotz der großen Knöpfe drückt man extrem oft daneben. Nein! Boah, im Schlaf. Kann ich runterlaufen? So, speichern. Ich glaube trotzdem, dass wir... Ey, der Besuch in der Stadt hat halt voll was gerissen. Bessere Ausrüstung. Nur unser Zwergenkollege hier, der könnte halt noch ein bisschen Rüstung brauchen. Also ein bisschen hinderlich, dass der die ganze Zeit hier... Der ist doch gar nicht so schlecht ausgerüstet. Warum? Er hat doch viel schlechteren Schutz. Konrad, Akata und Paulsen. Warum ist denn Paulsen so... Er hat 73. Er hat 121. Naja gut, er hat die
Zwergenplattenrüstung. Okay, so. Heilen. Sichern. Jetzt geht's weiter. Bitte was? Okay, dieses Schicksal schmeißt die einfach nur zurück. Wow. Okay, also Schicksal hilft nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich muss einfach heilen und draufschlagen, wie doof. Oh, in der Wand steht der. Wie mies. Gibt's doch gar nicht. Nein. Es führen immer mehrere Wege nach Rom. Mhm. Ich weiß auch, dass das kein Zwerg ist. Ich sag trotzdem Zwerg. Ey, das ist doch nicht denen ihr Ernst, oder? Nein, scheiße. Ach komm. Gibt's doch nicht. Ganz schön hektischer Kampf. Nein!
Nee, es ist schon so, dass bestimmte Waffen gegen bestimmte Sachen gut sind, aber. Ja, obwohl, nee, ich glaube nicht. Ich hatte das schon mal ausprobiert. Hallo. Gibt's doch nicht. Ach komm, meine Kackschlange. Oh, das lief jetzt aber ganz gut. Da ist noch einer. Die haben jetzt gut getroffen. Da war jetzt fast jedes Dings ein Treffer. Das war gut. Speichern. Wir schaffen das. Etwas mühsamer, als ich dachte. Mein Eis schmilzt, bin nur weg. Gut dafür, dass wir beim ersten Mal hier waren und dachten, man kommt hier gar nicht mehr. Weiter ist ja jetzt eigentlich okay. Der ist golden. Ach. Oh, Mann. Noch ein goldener. Solange wie die Einzelnen kommen, geht's einigermaßen. Schwierig ist, wenn die sich alle so knubbeln und vor allen Dingen bei denen, wenn die sich in die Wand stellen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schlafen. Locked. Ein kleiner Dolch. Oh, Salbe finde ich natürlich sehr gut. 4 crowns. Na, das ist ja super. Empty. Für 4 Kronen, für 4 so Kröten habe ich das ja auch alles gemacht. Oh, das gibt's doch nicht. Geister finde ich ja mal echt scheiße.
Was habe ich dir jetzt gemacht? Stufe 4 von dem Heilzauber, ne, habe ich noch nicht ausprobiert. Stufe 3 weiß ich mittlerweile, dass der den, dass der Gift entfernt. Vom Anfang, Betty. 1954, ja. Wo irgendjemand irgendeinen Bot geschrieben hatte. Von da sind die. Sagen, da ist doch irgendjemand von der. Das ist doch nicht dem sein Ernst. Oh! Oh! Okay, also das geht jetzt nicht gut aus. Ein Spiel laden. Ich frage mich, ob man das hier nicht anders machen sollte. Diese Schlange, ne? Ich lad mal neu.
Guck mal, aber hier ist auch gar nichts. Da ist ein Schalter. Okay. Ach, ihr kommt ja durch Wände durch. Ist natürlich ungünstig. Wenn ich hier erstmal runtergehe und mich heile. Nicht einfach rennen? Nee, kann ich nicht wegen dieser blöden Kackschlange. Lass mich vorbei. Mann, ich muss da vorbei. Gibt's doch nicht. Scheiße. Nein! 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 Warte mal, ich probiere das nochmal. Ich frage mich, ob wenn man schnell genug ist.
Single. Das funktioniert so nicht. Okay, also ich frage jetzt Folgendes. Gibt es dafür eine intelligentere Lösung als Brute Force? Es gibt einen einfacheren Weg, ja. Habe ich für den einfachen Weg alles oder fehlt mir da noch was zu? Kann man da drauf kommen oder ist das total abwegig? Also ich habe diesen Flüstermantel und diese leisen Sandalen. Ich glaube halt nicht, dass das was damit zu tun hat, weil die ja nur einer tragen kann und ich renne ja mit dreien rum. Oh, warte mal, ich habe ja diesen Zweihänder bekommen. Nice. Ich kann ihn aber nicht mehr nutzen. Was kann ich nicht mehr nutzen? Geisterklinge eventuell was? Oh, Moment mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wow. Okay. Krass, die Smaragdklinge. Okay, das war unerwartet und das war jetzt auch ein bisschen unerwartet und das war jetzt auch ein bisschen unfair, Leute. Okay. Okay, wir wissen was.
Das klappt natürlich. Das ist nicht so schwierig. Ich stehe halt auch so ein bisschen mittendrin, ne? Das funktioniert nicht so gut. Da stehe ich jetzt ungünstig. Das ist jetzt ein bisschen doof gespielt, aber. Aber das funktioniert. Das funktioniert. So machen wir das jetzt. Aber etwas entspannter angehen. Zack. Boah, bin ich froh, dass ich die nicht weggetan habe. Ich wollte die vorhin eigentlich wegwerfen. Ich dachte, die sind nur für die Dings gut. Für die Mine, weil die da halt drin vorkamen. So, komm mal her. Bitte was? Was war das denn jetzt bitte? Ich möchte das jetzt schaffen. Ich hasse das. Und jetzt hat er mich umgedreht. Ja, okay. Das war jetzt super arschig. Weil der mich einfach umgedreht hat. So. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt wird's. Wir schlafen hier bei den Geistern. Ich find's auch erstaunlich, dass die schlafen können hier. So. I don't have enough magic.
Ey, das ist so arschig, echt. Spielladen. So, das ist aber jetzt erstmal leer. Das heißt, die kommen erst, wenn ich da drauf drücke. Nein, kommen sie nicht. Ganz gut, wenn die eine. Ey. Ey, das kann einfach nicht sein. Ey, wie viele sind denn das? Okay, gibt's noch eine andere Lösung?